Und du hast Bauarbeiter gelernt, gut. Das heißt, da das Haus fertig ist, nehmen wir uns Kalf. Okay. Und schicken ihn in die Schule. Und machen ihn, sobald er in der Schule wartet, zum Farmer. So, und wenn wir schon dabei sind, wo ist Thorgrim? Du ziehst in das Wohnhaus ein. Und wenn wir schon dabei sind, suchst du dir die einzige noch freie Ehefrau. Nämlich Freydis. Genau, fahr über sie her, während sie schläft. So, das heißt, wir haben jetzt vier Häuser mit jeweils einer Frau, einem Ehepaar drin. Wir können dann als nächstes uns um die Bäckerei kümmern. So, Kalf, du wirst Farmer. Oh ja, Brunnen. Wenn ich hier nach Wasser grabe, kann ich dann da oben einen Brunnen errichten? Das ist echt eine gute Frage. So, du hast Farmer gelernt, also kriegst du auch das perfekte Produktionsgebäude. Und wir kriegen Weizen en masse. Ja, wenn der Bauernhof voll ist, werden die Farmer selbstständig das Weizen zur Mühle tragen. Das heißt, das wird sich dann auch ein bisschen relativieren, kompensieren. So, Thorgrim ist noch beim Steine schleppen und Straße bauen, ha? Ja, denn hier oben wollen die Straßen auch noch fertig gebaut werden. Und dann haben wir noch hier drüben dann Straßen zu bauen, sobald wir die Bäckerei haben. Wenn wir schon den Leuten keine Schuhe geben, sollten sie wenigstens auf Straßen laufen können. Oder so ähnlich. Ja. Yay, Müller erfunden. Gut. Das heißt, eine Bäckerei passt hier gerade noch so hin.
Nein, ich kann dir das hier leider nicht als Arbeitsplatz zuweisen, Torgrim. Okay. Ja, aber gut, die Straßen brauchen auch nicht mehr ewig zu bauen. Es ist ja nur noch das Stückchen hier und die das Stück hier oben. Und das Stück in das Haus rein. Ja, läuft alles. Wie gesagt, wir sind jetzt eh an dem Teil von Kalchos, wo die Missionen auch ein bisschen länger dauern. Weil wir müssen halt immer wieder alles Mögliche aufbauen, teilweise. Wobei wir auch dann Missionen haben werden, wo wir ein paar Gebäude vorgegeben kriegen. Aber hier durften wir alles von Grund auf aufbauen. Was ich eigentlich als zweite Mission ganz cool finde, so wirklich von null aufbauen. Die erste Mission war halt wirklich sehr versimpelt, dadurch, dass wir keine Getreideproduktion bauen konnten und nicht viel im Tech Tree hatten. Also wir hatten gerade mal Töpfer, Steinmetzler, war hier Schluss. Wir hatten kein Dreifamilienhaus, kein Tischler, kein Speermacher, kein Lederschneider. Der ganze Bereich hier hat gefehlt. Oh ja. Was ist mit Minenarbeitern? Oder Eisenmine? Ja, es sollte in der Nähe von freiliegenden Eisenerzen. Haben wir hier leider keine. Wir hätten hier oben Gold gehabt. Irgendwo. Einen kleinen Nugget oder so. Ja, hier. Dazwischen war irgendwo einmal Gold oder so. Versteckt. Na, das war's dann auch schon. Torgrim, du kümmerst dich lieber um das Familienhaus. Und dann um die Bäckerei. Wie sieht's mit Sven aus? Sven hat auch noch keine offene Baustelle, weil ich würde gerne die Nahrungsproduktion fertig haben, bevor wir die Aufnahme cutten müssen. Deswegen beschleunige ich das Ganze auch mal ein bisschen. Ja, Sven macht die schon mal an. Das Gebäude. Ja, machen wir ruhig mal ein bisschen Speed. Weil im Augenblick ist alles friedlich. Die Sachen sind in Auftrag, die gebraucht werden. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass wir da den Brunnen noch hinkriegen. So, Bäckerei wird auch langsam gebaut. Das heißt, wir lassen die drei dann alle zusammen die Bäckerei noch hochziehen. Und dann hoffentlich graben sie nach dem Brunnen. Ja, und Steintor als Müller braucht Unterhaltung. Brauchen unsere Farmer Boys nicht. Genau, Steintor ist bis jetzt der Erste, der Unterhaltung braucht. So, Zweifamilienhaus ist fertig.
Ich kann dir leider nicht sagen, dass du da arbeiten sollst. Okay, lassen wir die Leute erst die Straßen fertig bauen. Dann erbarmt sich hoffentlich irgendeiner dazu, nach Wasser zu graben. Ah, Hafkrim kann wieder mal trainiert werden. Du kannst auch trainiert werden. Und ja, ganz ehrlich, ich reiß die Straßenverbindung hier mal ab. Dass die restlichen Straßenteile fertig gebaut werden. Und wir dann nach Wasser graben, dass wir noch den Brunnen hier hinten haben. Wenn das erledigt ist, machen wir ihn zum Bäcker. Speichern. Freuen uns, dass wir eine Nahrungsversorgung haben und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um den Rest. Und ja, da wir so viel Holz haben, spare ich mir dann doch lieber den letzten Mann, der Schreiner und Speermacher macht. Sondern lass ihn das machen. Sven ist hungrig, dann geh was essen, Sven. Hau rein, Sven. Okay, die Töpferei wird wahrscheinlich vor der Bäckerei fertig. Wir brauchen jetzt nur noch einen nehmen. Du hast Hunger, das heißt, du suchst dir Essen. Zum Glück haben wir genug Nahrung eingelagert, sonst könnte das böse werden. Aber ja, du isst dort, das ist gut. So, die Töpferei ist auch fertig. Das heißt, wir schnappen uns unseren Steineklopper und geben ihm den Töpferauftrag. Töpferei ist fertig, Bäckerei ist fertig. Und wir können Brunnen an das Wasserloch bauen. So, Baustraße.
Paul Meer Straße. Paul Straße. Und Paul. Nein, das ist gerade noch Wasser. Das wollen wir nicht. Wir wollen Straße. So. So, Torgrim, du gehst dann mal in die Schule. Während ich uns unseren letzten Bauarbeiter, nämlich Ansgar, suche. Der mir den Brunnen baut. So, wir haben Geschirr. Und die Damen holen sich ihr Geschirr. Du kannst trainiert werden. Du wirst jetzt Müller. Und ich kann wieder auf Normalspeed stellen für die letzten 2-3 Minuten. So, und es wird schon Mehl bei der Bäckerei eingeliefert, weil wir zu viel Mehl haben. So wie auch schon Weizen bei der Mühle eingeliefert wird. So. Bäckerboy, du kannst jetzt dann bald anfangen zu backen. Und damit haben wir den nächsten wichtigen Schritt getan. Wir haben auch das erste Geschirr in unseren Häusern. Sag bloß, der Töpfer holt sich selber ein Leben. Das wäre natürlich praktisch. Oh, sie holt Geschirr, oder? Und ja, wenn wir dann so 10 Geschirr hier in Überschuss haben, dann gehen wir wieder ins Steinmetzzelt, damit wir Steine für die Steine für die Straßen herstellen können. So haben wir eigentlich eine zu, ja, sagen wir 80% funktionierende Siedlung, was wir jetzt hier haben. Das Einzige, was noch fehlen würde, wäre ein Schuster, aber auf den verzichte ich in dieser Mission einfach mal. Und der Werkzeugmacher. Aber der Werkzeugmacher, der steht ja als nächstes auf dem Plan. Bei dem brauchen wir, um einen Speermacher zu machen. Unsere Lehmproduktion ist schon... Hey, wir haben einen Töpfer erfunden. Yay. Unsere Lehmproduktion ist ja schon an ihrem Maximum. Jedenfalls in Cultures 1.
Da wir da nur Lehm für Geschirr brauchen. Im zweiten Teil bräuchten wir Lehm für viele mehr Sachen, gerade für Baumaterialien. Also Ziegel und Tonblöcke. Und auch Steinmetzarbeiten wären viel weitreichender, als statt nur den Stein zu haben, um Gebäude zu bauen. Hier haben wir jetzt gerade Stein und Lehm für das Nötigste, also zum grundlegenden Bauen und für Geschirr. Ja, was wir halt noch machen könnten mit Holz, wäre ein Tischler. Damit wir Möbel in den Gebäuden hätten. Aber das brauchen wir jetzt beim besten Willen nicht. Wir freuen uns darüber, dass unser Bäcker seinen ersten Backgang verrichtet hat. Und würde sagen, wir speichern hier jetzt erstmal wieder. Gerade das überschreiben. Und dann sehen wir uns gleich wieder.